Ein Herz mit Sternen. Dieses Herz wird wieder so gestrickt: Anschlagkante, 23 Maschen und eine Rückreihe. In dem Fall ist eine Rückreihe rechts gestrickt, vorne wird dann als krause Reihe erscheinen. Und in unserem Fall habe ich die Rückreihe mit linken Maschen gestrickt, wird glatt rechts. Erste Reihe. Ich werde ohne Randmaschen stricken, gleich mit Muster anfangen. Eine Masche rechts, ein Umschlag. Eine Masche rechts, ein Umschlag. Jetzt zwei Maschen rechts zusammen und nochmal zwei Maschen rechts zusammen. Weiter zwei Maschen rechts zusammen verschränkt, beide abheben, auf die linke Nadel nehmen und rechts verschränkt stricken. Noch einmal zwei rechts zusammen verschränkt. Die einen nach rechts, der andere nach links. Umschlag, eine Masche rechts, Umschlag, eine Masche rechts. Das ist die mittlere Masche. Und das gleiche nochmal. Umschlag, einmal rechts, Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen, nochmal zwei Maschen rechts zusammen, zwei weitere verschränkt rechts zusammen, noch einmal. Umschlag. Eine Masche rechts, Umschlag und die letzte Masche rechts. So, die erste Reihe ist fertig. Jetzt umdrehen und alle Maschen links stricken. Faden nach vorne und gleich links. Wir haben Umschläge, Zunahmen und wir haben Abnahmen. Die dritte Musterreihe. So, ab hier beginne ich mit Abnahmen. Und gleich kommt noch ein Sternchenmuster. Abnahmen nach links, rechts verschränkt zusammenstricken. Das erste Abnahmen. Und jetzt ein Stern stricken. Drei Maschen einstechen, rechts verschränkt zusammenstricken. Faden noch auf der rechten Masche, auf der rechten Nadel, nochmal Umschlag. Und die drei Maschen nochmal verschränkt zusammenstricken. So, wieder drei. Drei Minus und drei Plus. So drei bleiben genauso. Eine rechte Masche dazwischen, nächster Stern, wieder in drei Maschen einstechen, rechts verschränkt zusammenstricken, Umschlag, nochmal rechts verschränkt, wieder drei Maschen auf der Nadel. Eine Masche rechts. Nächste Masche auch rechts und jetzt die mittlere Masche. An der Stelle ziehen wir stricken ein bisschen anders. Ich möchte hier in der Mitte einen Faden holen, das ist bis und fest anziehen, dass die Welle besser zum Sehen kommt. Also mit diesem Faden wird um diese Stelle gestrickt. Heben Sie die Masche einfach ab, ungestrickt, und jetzt holen Sie den Faden unter der Strickarbeit auf der rechten Nadel. Nochmal, unter der Strickarbeit Faden holen. So, nicht so lang ziehen, wieder diesen Faden und ungestrickte Masche auf die linke Nadel heben.
Und ziehen Sie den Faden etwas fester. Den Faden und die Masche rechts zusammen stricken. So. Weiter nochmal rechts. Und noch eine Masche rechts. Nach dem letzten Stern waren zwei Maschen rechts, eine mit dem Faden und nochmal zwei Maschen rechts. Jetzt kommt wieder Stern. In drei Maschen von oben einstechen, rechts verschränkt zusammenstricken, Umschlag und nochmal dreimal rechts zusammenstricken. Drei Fäden, drei Maschen auf der rechten Nadel. So, die anderen abheben. Eine Masche rechts in der Mitte, nächste Stern, in drei Maschen einstechen und Stern stricken. Eine Masche. Und die letzten zwei, wie am Anfang, abnahmen, nur nicht verschränkt, normal rechts zusammenstricken. So. Die Rückreihe. Maschen links stricken, Faden vorne, gleich mit linker Masche. Und eigentlich, dass die Kante auch schöner bleibt, Sie können auch die einfach abheben, dann wird auch die Kante schöner. Ich würde lieber abheben. Jede einzelne Masche aus dem Stern links stricken, normale linke Masche, wieder diese drei Maschen vom Stern ein bisschen sortieren, drei Maschen links. So, das war der Stern und der restliche auch linke Masche. Und die letzte auch links. So, jetzt sehen Sie es besser. Das ist dann mittlerer Teil ist festgezogen und die ersten Sterne. In der nächsten Reihe bis zur Spitze nehmen wir hier ab, stricken weiter Sternchen. Die werden immer ein bisschen weiter vom Rand entfernt. Fünfte Reihe. Beide abheben, zusammen rechts verschränkt stricken. Nächste Stern platzieren wir genau zwischen den anderen Sternen. Das waren drei Maschen vom letzten Stern und hier wird schon abgebaut. Stern stricken wir eine Masche von dem alten rechts und von dem alten links. Das wird Stern. Davor eine Masche rechts. So, die mittlere und beide Maschen von den alten Sternen. Drei rechts zusammen verschränkt, Umschlag und nochmal zusammen verschränkt. Neuer Stern. In der Mitte von dem alten Stern Masche rechts. Nächste Stern, schon wieder mittlere rechte Masche und beiden von den alten Sternen. So heißt er natürlich versetzt stricken. Die ganz mittlere Masche bleibt auch rechts. Und nächster Stern. Mittlere Masche rechts. Und von dem alten Stern links und rechts davon Masche in den neuen Stern. Zusammen, Umschlag, zusammen. Eine Masche rechts und noch ein Stern. Die beiden Maschen aus dem alten Stern und die mittlere. Bleibt eine Masche rechts und die letzten zwei rechts zusammen. Abnahme. So, Rückreihe, linke Masche. Und die erste würde ich auch lieber abheben, aber Sie können ja auch stricken.
weil auf der anderen Seite werden die immer gestrickt. Dann wird sie auch gleich bleiben. Sortieren Sie wieder die Stirnmaschen, ohne sie zu verschränken. Sechs Reihen gestrickt, jetzt die siebte Reihe. Wir haben eine Reihe Stern, zweite Reihe Stern, dritte Reihe mit Sternen. Abnahme, zwei rechts verschränkt zusammen. Neuer Stern kommt über eine rechte Masche und aus den beiden, und das ist kein voller Stern, stricken wir beide rechts. Stern, drei zusammen verschränkt, Umschlag verschränkt, eine Masche in der Mitte rechts. Neuer Stern, genau über die Mitte. Eine Masche rechts, nächster Stern. Die letzten zwei werden zusammengestrickt, wie am Anfang zwei Maschen rechts. Und eine Rückreihe links. Neunte Musterreihe. In dieser Reihe kommen zwei Sternchen an diesen Stellen. So, die ersten zwei abheben. Zwei rechts zusammenstricken. So, nächster Stern kommt hier. Davor drei Maschen rechts. In drei Einstichen, rechts verschränkt zusammen. Umschlag und nochmal rechts verschränkt zusammen. Die mittlere Masche rechts. Und noch ein Stern. Vier Maschen rechts, drei Maschen rechts und zwei letzten rechts zusammen. Rückreihe links. Elfte Musterreihe und kommt ein letzter Stern. Genau in der Mitte. Links und rechts davor, vor dem Stern und nach dem Stern rechts stricken. Die ersten zwei abheben, rechts verschränkt zusammen stricken. So, bis zum Stern, vier Maschen rechts. Stern genau in der Mitte. Die rechte Maschen bis zu zwei letzten und zwei letzten, zwei rechts zusammen. Rückreihe links. Die 13. Reihe ist ganz einfach. Alle Maschen rechts und zurück links stricken. Mit Abnahme. Abnahme bis zu zwei letzten rechts. Zwei letzten rechts zusammen. Rückreihe links. Bleibt nur ganz bisschen. 15. Reihe, Abnahme und in der Mitte rechts. Beide abheben, rechts verschränkt zusammenstricken. Die 7 Maschen rechts. Zwei letzte Maschen rechts zusammen. In der 16. Rückreihe stricken wir jetzt auch zusammen. Faden nach vorne,
und bei der ersten Masche links stricken zusammen. Linke Masche bis zu zwei letzten. Und die zwei, damit die Neigung richtig wird, links zusammen verschränkt. Das heißt, von unten in die beiden nach oben reinstechen. Den Faden können Sie von hier oder von hier nehmen, egal wie. Hauptsache, Sie kriegen den gestrickt. Wenn Sie verschränkt stricken, links verschränkt, dann auf der rechten Seite Neigung wird auch nach links. In der Reihe auch Abnahme machen. Das heißt, in den letzten in jeder Reihe Drück- und Hinreihe Abnahme. Zwei rechts zusammen verschränkt, drei Maschen rechts. Zwei rechts zusammen, normal nicht verschränkt, bleiben fünf Maschen. 18. Rückreihe, zwei ersten Maschen links zusammenstricken. Eine Masche links und die zwei letzten links zusammen verschränkt von unten einstechen. So Faden nehmen oder so, wie es euch besser gefällt. So ist wahrscheinlich besser zu stricken. Zusammen verschränkt. Und jetzt bleiben nur drei Maschen. Das ist die 19. Reihe. Die erste Masche abheben. Zwei rechts zusammenstricken und die letzte Masche rüberziehen. So, das Herz ist fertig. Faden abschneiden und ausziehen. Waschen, anfeuchten, trocknen lassen, nicht bügeln. Dämpfen geht auch.